herzlich willkommen von meiner Seite. Ich denke, ich bin bekannt, aber ich stelle mich trotzdem noch mal kurz vor. Mein Name ist Ute Stegmann, ich bin die Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH seit nunmehr 3,5 Jahren. Genau, und wir freuen uns auch sehr auf unseren Referenten, Herrn Braungart. Gerade gesagt, dass er direkt aus Rotterdam kommt, also eine extrem lange Reise. Ich glaube, ein kräftiger Applaus für die lange Anreise und genau, gute Unterhaltung wünsche ich uns allen. Ja, guten Abend zusammen. Ich war in Bangladesch mal eine Weile gewesen und das sind völlig unglaubliche Zustände, wenn diese alten Schiffe dorthin gebracht werden mit Asbest und giftigsten Chemikalien und die Leute verlieren ihre Arme und Beine. Und ich habe dazu gesagt, die Öffnungsrede für diese Konferenz zu machen, wo die Leute dazu kamen. Und dann in dem, was sie machen, wenn sie wirklich etwas Neues machen wollen, dann brauchen sie Verlässlichkeit. Und darum hatte ich dazu gesagt. Und ich hatte mir schon einen wilden Ritt über den Bodensee natürlich zugemutet. Also ich bin nach der Öffnungsrede gleich dann ins Auto gestiegen. Ich wollte eigentlich nach Düsseldorf zum Zug fahren. Der Zug ist dann aber ausgefallen und dann musste ich mit dem Auto hier runterfahren, 820 Kilometer. Ich wäre noch ein bisschen schneller gewesen, wenn ich einfach eine Windel getragen hätte, dann müsste ich nicht mehr. aber es hat geklappt. Und ich habe natürlich auch gedacht, wie heißt es bei Bertolt Brecht, erst kommt das Essen und dann die Moral. Und außerdem wusste ich, dass das Essen besser ist als mein Vortrag und darum dachte ich, das ist auch gut. Wer von Ihnen hat eigentlich gerade eine Affäre? So. Statistisch gesehen müssten jetzt etwa so 20 Leute die Hand hier geben. Wissen Sie, wenn Sie Neues machen wollen, brauchen Sie Verlässlichkeit und Vertrauen. Und wenn Sie mich so schamlos anlügen, dann weiß ich jetzt auch nicht, was Sie denken. Weil mir ist nicht was Schlimmes passiert, weil ich war in Österreich in Wien gewesen beim Vortrag, da war der Wirtschaftsminister da und ich saß vorne in der ersten Reihe. Und dann sagte ich ihm, lieber Wirtschaftsminister, es geht mir nicht um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist gut für biologische Systeme. Ja, ich möchte, dass es Löwen und Tiger und Elefanten auch noch in 100.000 Jahren gibt, aber ich möchte nicht den kleinen Schreibtischstuhl noch in 100 Jahren sehen. Ja, also technische Systeme sind nicht nachhaltig, sonst wären sie ja keine. Also die Waschmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher die Wäsche im Plus gewaschen haben, oder das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hatten. Mit der Nachhaltigkeit stabilisiert man im technischen Bereich nur das Bestehende. Wir machen die Plastikflasche noch ein bisschen leichter und das hatte ich als Minister. Wie geht es Ihnen zu Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Ja. Er ist aufgestanden, ist gegangen. Ja. Weil am Tag vorher stand in der Kronenzeitung in Wien, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Und dass mir dieser Fehler nicht nochmal passiert, dachte ich, frage ich jetzt lieber mal. Aber na gut, Sie geben mir keine ehrliche Antwort. Hier geht es also um Qualität, um Schönheit, nicht um Nachhaltigkeit. Auf Holländisch heißt das duursam, ja, das ist teuer und dauert ewig sozusagen. Auf Englisch sustainable, man kann es aushalten sozusagen. Und schon die Definition der Nachhaltigkeit, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, ist doch ganz schön traurig. Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause, erzählen den Kindern, dass Sie ihnen gerade heute nicht schaden wollen. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Eine Stadt wie Konstanz dazu habe ich weiter verfolgt, ich war da auch tatsächlich mal eine Weile. Ich habe überall studiert, wo ich irgendwas über Chemie lernen konnte, nachdem der Global Forum Report rauskam. Und da kam ich eben nach Konstanz. In Konstanz konnte man als erste Universität an Rechner selber hingehen und konnte Dinge ausprobieren, weil die Chemiker hatten Angst, dass sie dann ersetzbar würden, wenn die Computer einen Zug nie halten würden. Und darum waren die sehr vorsichtig. Aber in Konstanz ging das. Und dann war ich aber in Aachen, in Darmstadt, in London, in Brüssel, quer durch in Europa, bin ich immer zu den Leuten hingegangen, die in diesem Bereich das können. Am meisten habe ich von Friedhelm Korte gelernt. Friedhelm Korte, er hat ökologische Chemie erfunden, praktisch in München davon. Und der hat begriffen, dass Chemikalien, die sich in Lebewesen anreichern, einfach ein großes Problem darstellen, weil sie biologische Gleichgewichte verschieben davon. Ich war dann 8 Jahre jetzt in Rotterdam gewesen, vorher in den USA, hauptsächlich in der Universität gewesen.
Ich lehre dann neue Geschäftsmodelle, also wie muss das Geschäft anders organisiert sein, wenn man gesund und umweltverträglich sein will. Aber zuerst komme ich zu ganz einfachen Prinzipien zurück. Die Frage ist davon, wenn Sie sagen, echt nachhaltig, dann sage ich echt langweilig. Ja? Ich meine, schauen Sie, also Konstanz möchte klimaneutral sein und die rufen alle Hurra. Heute hat Baden-Württemberg beschlossen, ihr Klimagesetz 2040 klimaneutral zu sein. Sie können nur klimaneutral sein, wenn Sie nicht existieren. Das ist die einzige Chance. Ja. Kein Baum ist doch klimaneutral. Also haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Ein Baum ist immer gut für das Klima. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und sagen Ihren Kindern, ich bin heute kinderneutral. Oder elternneutral, je nachdem. Ich meine, wollen Sie nicht gut sein für Ihre Kinder? Ne? Wollen wir dümmer als Bäume sein? Das hat ein bisschen mit unserer Religion zu tun, unserer Kultur. Die Religion im Islam und Christentum sagt gleichermaßen, du bist böse, und ich meine, bei Ihnen mag es ja zutreffen. Und nur der liebe Gott kann dich erlösen. Ja? Wir können nicht selber gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Und das Höchste ein weniger schlecht ist, neutral zu sein. Ja? Das ist spannend, darum heißt das ja auch auf Schwäbisch, wenn man sagt, ich bin nicht gut meint, sagt man nicht schlecht. Ja? Und das hat damit, ich habe das erst begriffen, in der Region, in Tägerwilen zum Beispiel, in der Schweiz ist ja der Biolandbau praktisch erfunden worden weltweit. Ja? Also das ist wirklich, kommt ja aus der Gegend eigentlich. Aber können Sie sich vorstellen? Und Bio lohnt sich übrigens für ganz viele Dinge, also nicht für Tomaten und Gurken, die gibt es inzwischen auch konventionell völlig sauber. Also aber für Paprika lohnt es sich. Also ich habe in den letzten 8 Jahren keine Probe an Paprika untersucht, die man wirklich nicht essen sollte, also von konventionell. Alle Paprikaproben, die ich untersucht habe, sind hochkontaminiert mit Pestiziden. Oder Rucola, erstaunlicherweise. 95% von allen Rucola-Proben sind kontaminiert. Es lohnt sich bei Milchprodukten, bei Eiern zum Beispiel auch dazu. Ja? Wenn die zu sich nimmt, da ist Bio, lohnt sich da unbedingt. Aber können Sie sich vorstellen, es gibt kein Bio-Siegel, ja? Weder hier noch irgendwo auf der Welt, was erlaubt, dass ich selber dazugehöre. Wir fühlen uns so schlecht, dass wir denken, es ist nur in Ordnung, wenn wir eigentlich nicht da sind. Das kann man daran sehen, dass es kein Biosiegel gibt, was erlaubt, dass ich meine eigenen Nährstoffe wieder verwenden darf. Also es ist nur Bio, wenn meine eigenen Fäkalien nicht wieder eingesetzt werden dürfen. Das muss man sich wirklich überlegen, damit sehen wir sofort zu viele Menschen auf der Welt. Ja? Weil damit verlieren wir Phosphor zum Beispiel. Phosphat ist viel seltener als Öl und hochkontaminiert. Ja. Und dieser Phosphat kommt aus der Westsahara, zu die Hälfte etwa, und aus Marokko. Und da gelten plötzlich die Menschenrechte für uns nicht, weil sonst würden wir diesen Phosphat nicht kriegen dazu. Das betrifft auch nur 300.000 Leute, die dort eigentlich ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Die UNO hat ihnen das eingeräumt, aber jetzt überflutet diesen Landstrich, die Westsahara, Marokko, mit Marokkanern, damit sie nachher bei der Volksabstimmung natürlich auf jeden Fall für den Anschluss an Marokko sind dabei. Aber das kümmert uns nicht. Aber was spannend ist, wir können, wenn wir Phosphat aufnehmen, dann können wir Zähne haben, wir können Knochen haben, wir können Energie speichern im Körper. Ohne das können wir nur als Fallen durch die Weltmeere ziehen, also als amorphe Mollusken sozusagen. Ne? Können Sie sich vorstellen, es gibt kein Biosiegel, das erlaubt, dass mein Pipi wieder verwendet werden darf. Ja. Also die Beatles würden sofort gesagt haben, give pee a chance sozusagen. Ja. Davon. Aber es ist total traurig, können Sie sich vorstellen, es ist nur Bio ohne uns. Ich habe das erst selber begriffen, als ich 3 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land ist und erst zum Essen eingeladen ist, so wie heute Abend praktisch, dann erwartet man, dass sie nach dem Essen so lange bleiben, bis sie die Toilette aufsuchen. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn sie sind ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Wir haben den Bauern immer nur genommen. Ja. Wir haben nie was zurückgegeben. Die Bauern wurden immer ärmer, sie mussten auswandern oder in die Stadt und die Stadt musste weiter weg ihre Nährstoffe holen. Ja. Wir waren nie in der Lage, diese Nährstoffe wieder in Kreisläufe zu bringen. Ja. Und das ist bis heute so. Wir denken eigentlich, ist es besser, es gäbe uns nicht. Ja. Und dann reden wir auch von Überbevölkerung oder sowas. Ja? Dann sagen wir, jedem Menschen, es wäre eigentlich besser, du wärst gar nicht geboren worden. Ja? Davon. Sie können schon was tun. Also, wir haben hier diese Krabben gerade gegessen dazu, diese Krabbencocktail. Die werden in Zukunft sicher aus dem Bodensee kommen, oder? Davon.
Aber ich habe in Rotterdam ein Projekt gemacht, das heißt Happy Healthy Shrimps. Und dort nutzen wir das Kohlendioxid aus einem Kraftwerk und stellen damit Algen her, füttern Algen damit mit dem Kohlendioxid. Und dann kriegen wir das Shrimps raus. Und die kriegen, wir verdienen damit pro Kilo 45 Euro. Ja. Also Lebensshrimps, die direkt an die Feinschmecker-Restaurants in Rotterdam gehen dabei. Was ich Ihnen damit sagen will, wir müssen lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein, nicht weniger schädlich, weil für weniger schädlich sind wir zu viele. Ja. Selbst wenn wir unseren Lebensstand halbieren würden, würde es nur bedeuten, die Zerstörung des Planeten ein bisschen aufzuhalten. Ja. Ja. Ich war letztes Jahr bei einer Sommerakademie im Großglockner gewesen, in Kärnten. Und da, wo ich dieses Foto gemacht habe, davon war, ja, irgendwo halt das dazu. Das Verdauen ist so schlecht, dass man. Okay. Gut. Ja, ich meine, dazwischenstehen ist in der jetzigen Situation nicht mehr angesagt. Wir müssen schon mal Position beziehen. Also da, wo ich dieses Foto gemacht habe, davon, da war 1995 noch Gletscher. Aber dann, wenn ich hier stehe, dann sehen Sie das Bild nicht dazu. Ja? Und ich laufe hinterher, dann können Sie eben hören. Da war noch Gletscher 1995. Also um es klar zu haben, jetzt stirbt dieser Planet. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die hätte ich nicht gedacht. Jetzt tauen die Gletscher ab. Jetzt verschwindet das Polareis. Jetzt tauen die Permafrostböden auf. Der jetzige Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre bedeutet für Hamburg einen Anstieg des Meeresspiegels um 22 Meter. Es ist nur eine Frage, wie schnell sich dieses Gleichgewicht einstellt. Das Grönlandeis taut jetzt auf. Ja. Also es hilft uns nicht das 1,5 Grad Ziel und wir reduzieren jetzt ein bisschen und sparen und verzichten. Wir müssen was anderes machen, unsere Strategie muss anders sein. Wir müssen sagen, wir möchten im Jahr 2100, dass wieder der Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre ist, den es 1900 gegeben hat. Wir holen uns das zurück. Wie gesagt, durch Algen zum Beispiel, Sie können auf einer Fassadenfläche, ja, wo Sie Algen anbauen, von einem Hektar so viel Eiweiß anbauen wie auf 60 Hektar Mais. Ja. Wenn Sie Mais anbauen, verlieren Sie bis zu 80 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Ja. Ich habe das gemessen. Davon, der Boden wird durch diesen Mais direkt zerstört und abgebaut. In den letzten 150 Jahren die Gesamtfläche Chinas, also die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Ja. Der Planet hat die einfach verloren, dadurch durch die Form, wie wir Landwirtschaft machen. Wir haben eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie braucht für eine Kalorie Ernährung. Ist nicht erstaunlich? Sie können die Umwelt schützen jetzt mit weniger. Ja, wir denken, wir schützen ja die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Ja. Sagen, schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, mach weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch. Ja, schützt die Umwelt, fahr mit der Bahn. Aber wir schützen damit nicht, wir zerstören sie nur ein bisschen weniger. Ja. Das wäre so, wie ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es heute nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja. Oder meine Frau, je nachdem, oder mein Mann, je nachdem. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen. Einfach durch Ineffizienz. Also die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Also wenn ich etwas falsch mache, dann sollte ich es lieber nicht perfekt machen, sondern, also meine schlimmsten Feinde sind inzwischen die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen, weil die wollen eigentlich gar nichts mehr ändern. Die haben ihre jährliche Konferenz, schließen noch 2 Elektroautos zusätzlich an, erhöhen den Recyclinganteil in der PET-Flasche, davon drucken einen Bericht auf Altpapier, ja, und damit optimieren sie das Bestehende. Das Bestehende ist aber tödlich. Also wir haben eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie braucht für eine Kalorie Ernährung. Wenn Sie im Gebäude Aufzug fahren, dann brauchen Sie für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien. Das heißt, Sie können den Carbon Footprint um das Vielfache senken, nur durch Aufzug fahren. So leicht kann man die Welt retten. Ist doch toll, oder? Dann sterben Sie aber früh und schützen die Umwelt noch mehr natürlich damit. Ja. Also lassen Sie uns die Dinge anders anschauen. Bei Cradle to Cradle, also Cradle to Cradle heißt von der Wiege zu Wiege, anstatt von der Wiege zu Bahre zu denken, gibt es keinen Abfall. Aber das heißt nicht, dass es eine Welt ohne Abfall ist, denn denken Sie immer von Abfall. Es wäre so, wenn ich sage, denken Sie nicht dran, wie ein rosa rotes Krokodil aussieht. Ja? Dann denken Sie an rosa rotes Krokodil. Oder sagen, denken Sie nicht dran, wie Donald Trump nackt aussieht.
was so ziemlich das Ähnliche ist dazu, dann denken Sie genau das, verstehen Sie? Das heißt, wenn Sie an Nullabfall denken, an den Abfall von Meinung, denken Sie immer noch an Abfall. Wir sind aber das einzige Lebewesen, auf dem etwas Abfall macht. Also, damit sind wir dümmer als alle anderen. Ja. Denken Sie alles, was uns umgibt, als Nährstoff, als nützlich. Alles, was verschleißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel, wird so gemacht, dass es in biologische Systeme zurückgeht. Ja, alles, was nur genutzt wird, ich verbrauche kein Fernseher, ich verbrauche keine Waschmaschine, ich nutze die nur, wird so gestaltet, dass es technisch nützlich ist. Es gibt also biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Ja, also nicht null Abfall, dann denke ich ja immer noch an Abfall, optimiere ich dann negativ. Das heißt, wir können es anders denken. Das ist die traditionelle Nachhaltigkeit. Ich sage dem Kunden, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Musst du es wirklich haben. Ja? Kannst nicht noch ein Jahr warten. Ja? Ich bin heute 100% schlecht, 90% schlecht, 80% und mein Ziel ist null. Ja? Tolles Ziel. Was für eine Geschäftskurve dazu. Ja? Sie können nachhaltigen Tourismus natürlich sofort erreichen, indem die Leute einfach nicht herkommen. Ja? Das ist die nachhaltigste Form. Das heißt, lassen Sie uns doch was anders machen. Wie wäre es, wenn wir in der Region sagen, in 10 Jahren werden wir nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen worden ist. Ja? Wenn ich meinen Studenten sage, wir wollen den Recyclinganteil um 3% erhöhen, dann sagen sie, geh doch zum Teufel. Ja? Wenn ich denen aber sage, hey, wir werden in der Bodenseeregion in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus Kohlendioxid gewonnen worden ist, dann habe ich sofort 150 junge Leute, die große Lust haben, damit zu machen. Die wollen beim positiven Ziel dabei sein, nicht 10% weniger Schweine sein. Ja? Das heißt, wenn wir sagen würden, hey, wir werden den Boden hier aufbauen, also selbst Demeter-Landbau verliert übrigens bei uns hier, wir haben es gemessen, bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar im Jahr, weil ja meine eigenen Stoffwechselprodukte nicht zurück dürfen. Ja? Dadurch nehmen wir immer etwas weg und geben dir nichts zurück dabei. Ja? Das ist kein Kreislauf. Ja? Aber wie gesagt, bei Mais ist es 40, 60, 80 Tonnen, was wir verlieren. Und dann bauen wir Mais an für Energiepflanzen. Ja? Wie wäre es denn, wenn wir die Dinge anders denken? Wenn wir sagen, nee, wir haben schon 10% erreicht, 20% und lieber Kunde, je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das. Ja. Du bist mein Freund, du hilfst mir bei der Änderung. Du bist sozusagen Neudeutsch Change Agent, du hilfst den Leuten sich zu ändern, weil sie damit das Geld verdienen, was sie dafür brauchen. Also, in dem, was ich Ihnen vorstelle, ist alles Nährstoff. Entweder biologischer Nährstoff oder technischer Nährstoff. Also kein Abfall natürlich. Und das ist doch eigentlich selbstverständlich, weil warum sollen wir dümmer sein als die anderen Lebewesen? Natürlich die richtigen Energiequellen zu nutzen und andere Lebewesen zu unterstützen. Schauen Sie sich diesen Baum an, er vermeidet nicht, er reduziert nicht, er minimiert nicht, er ist nützlich. Ja? Also kein Sparen, Verzichten, Reduzieren, kein Schuldmanagement irgendwelcher Art, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich unterstütze die anderen Lebewesen. Wie wäre es, wenn wir Gebäude machen würden, die die Luft reinigen, die das Wasser reinigen? Die nützlich sind und nicht ein bisschen weniger schädlich, dann hätten wir nicht Diskussionen, ob man Einfamilienhäuser verbietet, sondern sagt, hey, wenn da ein Haus gebaut wird, dann sollen alle Arten, die dort sind, ihren Platz behalten und zusätzlich wollen wir gucken, welche bedrohten Arten mit dem Gebäude noch unterstützt werden können. Ja. Also warum wollen wir denn weniger schädlich sein? Wir können doch gut sein für die anderen Lebewesen. Also sicher sinnvoll, Öl, Kohle und Gas einzusparen, ja, keine Frage. Aber das ist nur der untere Teil. Wir kommen aus Skandinavien mit dieser Nachhaltigkeit und dort ist natürlich jeder Fußabdruck zerstörerisch. Darum wollen die Leute den Fußabdruck minimieren. Ja. So wie Aschenputtel so die Ferse abpacken, dass man noch irgendwie reinpasst dabei. Ja. Wenn Sie aber hier entlang des Bodensees spazieren gehen, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum, ein kleines Feuchtgebiet. Also warum wollen wir nicht den großen Fußabdruck haben, der die Menschen als Chance begreift, ja. Ja. Der ein Feuchtgebiet wird. Ja. Also nicht sparen, verzichten, vermeiden, sondern den menschlichen Fußabdruck zu feiern. Das heißt, ich bin hauptsächlich da, nicht Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen. Ich bin da, Sie zu inspirieren, anders zu denken. Also wenn Sie übrigens das 2-Grad-Ziel in der Heizung erreichen wollen, dann müssen Sie einfach nur eine Krawatte anziehen. Ich habe die vorher nicht angezogen, weil ich wusste, dass ich da der Einzige wäre damit. Aber eigentlich können Sie damit die Umwelt schützen. Wenn Sie nämlich eine Krawatte anziehen, so leicht stranguliert sind, dann können Sie die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Wir haben das gemessen. Die Leute empfinden, dass eine Raumtemperatur von 21 Grad wird empfunden wie 23 Grad damit. Das würde natürlich eine Krawattenpflicht für Frauen voraussetzen, natürlich, weil die frieren ja besonders sozusagen öfters im Winter. Ja. Also Sie können was tun. Ich bin nur da, Sie zu inspirieren, zu sagen, hey, lass uns mal das ein bisschen anders gucken, auch so mit leichten Augenzwinkern.
Aber zu sagen, naja, was zählt denn wirklich? Also, das heißt, in Europa denken wir, wenn wir Forschung machen, hätten wir schon etwas getan. Ja? So, wissen Sie, so wie die zwei Psychologen, die sich treffen, und einer sagt, hey, kannst du mir sagen, was hier zum Bahnhof geht? Und dann sagt der andere, nein, leider nicht, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Ja? Also, vielleicht das letzte traurige Beispiel ist diese Polarstern-Expedition. Da schicken die wirklich einen Eisbrecher los, ja, aus Deutschland, der sich dann irgendwo im arktischen Meer festfrieren lässt, um die Trift des Treibhauseffekts zu untersuchen. Und ja, sieht dann aus wie so ein Amazon-Zeichen oder sowas dann. Das hätten sie mit ein paar Drohnen und ein paar Markierungen viel schneller und leichter und billiger machen können. Es sind 190 Millionen ausgegeben, um Donald Trump zu sagen, ja, wir müssen erst noch forschen. Nein, wir müssen nicht forschen, wir müssen handeln endlich mal. So wie Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich möchte Sie ermutigen, einfach Dinge anzugeben, zu handeln. Ja. Und zwar eben einen Tourismus zu machen, der die Menschen auch im Alltag ermutigt, die Dinge in die Hand zu nehmen. Man sollte das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlassen. Also wir selber, ich habe mal einen ganzen Tag mit Michael Gorbatschow sich unterhalten, der gesagt, wir hatten von der kommunistischen Partei genau 3%, ja, davon für Perestroika und Glasnost 3%. Ja. Also wir sollten nicht so tun, dass wir immer sagen, ja, wir müssen zuerst mal reden und reden und reden. Nein, das geht jetzt zum Handeln. Dafür brauchen wir also europäisches Problemdenken, das ist schon wichtig. Wir brauchen asiatisches Kreislaufdenken, echtes Kreislaufdenken. Wir brauchen amerikanischen Handlungswillen. Die Amerikaner handeln, wenn sie etwas erkannt haben, meistens nicht unbedingt gut informiert. Ja. Aber wenn man das verbindet, gute Information mit Handlungswillen und das mit südlicher Lebensfreude, dann kann man was ändern. Und das ist IPEA. IPEA ist entstanden aus Greenpeace heraus. Ich habe lange genug Schornsteine besetzt und bin mit Schlauchbooten unter Atommüllfässer gefahren und habe gesagt, jetzt wird einmal Zeit, Lösungen zu entwickeln. Daraus ist IPEA entstanden. Verbindet das also aus allen Kontinenten Leute, weil wir unterschiedliches Denken dafür brauchen. Das europäische Denken ist nur ein Teil. Ein ganz wichtiger, weil wir 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen geführt haben und daraus ist ganz viel Know-how entstanden, das wir umsetzen können. Für Gesundheit und für Umwelt. Wenn wir das verbinden mit den anderen Dingen, dann können wir wirklich die Dinge ändern. Wenn Sie zum Beispiel diese Stühle nehmen davon, dann sind die Zuschnitte, wenn Sie diese Stühle machen, so giftig, dass Sie sie als Sondermüll verbrennen müssen. Ja? Aber dann rutschen Sie auf dem Sofa hin und her und auf dem Stuhl sitzt eine schöne Frau gegenüber und dann essen Sie faktisch den Bezugsstoff ja mit. Ja? Also sage ich, will ich nur die Materialien haben, die ich auch essen könnte, weil ich sie faktisch ja aufnehme. Das erste Produkt war eins hier aus Heerbrugg in der Schweiz, bei der Firma Rona. Das waren essbare Möbelbezugstoffe. Ja. Weil die Zuschnitte können jetzt als Torfersatz in Gärtnereien. Ich suche alle Zutaten raus, dass sie in biologische Systeme zurückgehen können. Dadurch wird es viel billiger, sie herzustellen, weil ich brauche keine Kläranlage. Ja, das ist direkt im Einzugsbereich des Bodensees. Davon, ich habe die Intelligenz am Anfang, im Filter sozusagen, in der Gestaltung. Dann muss ich nicht am Schluss in Kläranlagen bauen. Also der Umweltschutz ist es, nicht eine Kläranlage zu bauen, sondern eigentlich keine zu brauchen. Ja. Das Wasser, was daraus kommt, und das können wir jetzt in Bangladesch umsetzen, deshalb war ich in Bangladesch ursprünglich, das Wasser, was rauskommt, ist sauberer als das, was in die Anlage reinkommt, weil die Stoffherstellung zusätzlich als Reinigung für das Wasser dient. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche jetzt keine Moral mehr dafür. Ich habe mit meinen Studenten ausgerechnet, wenn ich auf der Autobahn die Spur wechsle, dann verursache ich für die Leute hinter mir im Durchschnitt gesehen 200 Mal mehr Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinnen kann. In Holland werden 70% der Staus durch Spurwechsler verursacht. Aber wenn ich es eilig habe, vergesse ich das halt hier gerade. Leider ist dann die Moral weg. Also zum Beispiel, wir haben gemessen, in Holland vor Kindergärten rasen die Leute am schlimmsten. Also sie fahren da doppelt so schnell, wie es erlaubt ist. Und wissen Sie warum? Weil sie halt schon zu spät dran sind. Das ist eine wichtige Konferenz und da muss ich einfach hin. Und mein Kind hat da eigentlich Fieber und dann sagt, Papa, ich habe Fieber. Und sagt, ich habe eine wichtige Konferenz. Ja, ist okay, das wird schon irgendwie, ich komme ja auch dann bald. Ja. Und dann spuckt er sich noch das Jackett voll und dann drücken sie irgendeine Praktikantin in die Hand. Das Kind schreit wie am Spieß. Und dann rasen sie davon. Und es ist ihnen in dem Moment ganz egal, wie viele kleine Kinder da auf dem Weg sind. Endorphin höchste Gefahr sind dabei. Also unter Stress ist die Moral weg, ja, für 95% von uns. Und ehrlicherweise, ich wäre heute
deutlich später gekommen, wenn ich nicht die Spur ein paar Mal gewechselt hätte. Also, das heißt, lassen Sie uns die neu denken. Lassen Sie zum Beispiel sagen, wenn wir Fachkräftemangel haben, dann gucken wir uns mal an, wie denn die Luft in den Küchen ist zum Beispiel. Die Luft in einem Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Und in den Küchen ist es noch schlimmer davon. Wir haben durch Corona letztes Jahr 20 Tage Lebenserwartung etwa verloren. Darum mussten wir etwas tun, dazu ist richtig. Aber wir verlieren durch Feinstaub etwa 4,5 Jahre Lebenserwartung. Ja. Ich habe die Kindergärten gerade in der Stadt mit 100.000 Einwohnern untersucht, so ähnlich groß wie Konstanz. So, wenn die draußen werden, müssen diese Kindergärten alle geschlossen werden. Weil sie alle die Feinstaubgrenzwerte für draußen überschreiten. Alle drastisch. Also die Welt schauen uns immer Stuttgart-Neckar-Tor an. Aber wir sind für 80% in Innenräumen und in Innenräumen ist die Luft 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wie wäre es zu sagen, hey, wir sind in einer Urlaubsgegend, wir bauen jetzt Gebäude, wo die Luft im Gebäude so gut ist wie draußen. Ja? Dann hätte ich sofort einen Innovationsplatz. Dann könnte ich alle meinen Studenten sagen, hier gibt es eine Möglichkeit, ja, das anders zu machen. Also Innovation daraus, wir können das umsetzen. Ja? Wie wäre es zum Beispiel, sich die Masken mal anzugucken. Diese Masken sind eigentlich illegal. Also sie sind nur für eine halbe Stunde zulässig nach Arbeitsschutzverordnung in Deutschland. Die sind auch nie für uns gemacht. Die werden für 4 Cent in China hergestellt und dann ein fairer Preis ist etwa 20 Cent dafür. Und dann diese ist von einem Apotheker in der Nähe des Bahnhofs dazu. Er hat gesagt, wieso kriegst du da 5 Euro dafür? Ja. Da hat wirklich 5 Euro für diese Maske gekriegt. Ich musste 2 Euro dazu bezahlen für 5 Masken oder 4 Masken. Dazu er hat für jede 5 Euro gekriegt. Und er hat gesagt, ja, das ist doch klar. Ich meine, das sind Profite wie im Drogenhandel und wir handeln mit Drogen. Das ist doch völlig okay. Ja. Aber er hat 4 Euro gespendet von jeder Maske selber, wenn wir das dazu sagen. Aber diese Maske ist nie für uns gemacht. Inzwischen schwimmen von diesen Dingern etwa 3 Milliarden in den Meeren herum. Ne? Ich suche die Chemikalien drin. Ja, ich bin eher Chemiker von Haus aus, das sind hunderte von Chemikalien. Und die Mengen sind teilweise riesig. Die Fläche darunter ist die Menge an Chemikalien, die sie da drin haben. Ja. Die überschreiten Arbeitsplatzgrenzwerte damit auch, weil sie ja nur 30 Kubikzentimeter haben, wo sie die einatmen dabei. Ich habe dann meinen Studenten gesagt, komm, wir machen das mal anders. Wir kennen über Trigema von einem Krupp, mit dem haben wir zusammengearbeitet, wie man kompostierbare Sachen macht. Also, wir machen eine kompostierbare Maske dazu. Ja. Habe ich eine Firma gefunden, die heißt Holy Shit dazu. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Masken, die perfekt kompostierbar sind, wo alles so ist, die für Hautkontakt sind, die sind in so einer FFP3. Filter haben Sie drin dabei, können Sie im Internet kriegen dazu, medizinische Gesichtsmaske davon mit antibakteriell ist ohne jede Schadstoffe drin. Und wenn Sie die verlieren, die FFP2-Maske dazu bleibt im Meer 300 Jahre etwa. Ja. Diese hier baut sich biologisch ab. Wir können das Know-how, was wir bei den essbaren Möbelbezugsstoffen entwickelt haben, natürlich übertragen. Weil wir haben kompostierbare T-Shirts für Trigema gemacht und daraus wissen wir, wie wir Dinge machen können, dass sie gesund und gut für die Haut sind und umsetzbar sind. Wir haben gesagt, wir machen aber nur 40.000 davon. Wir wollen nämlich nicht groß Geld verdienen, sondern wollen die Leute in Indien und China damit inspirieren, anders zu denken. Wenn dieser Platz ein Platz wird, wo man inspirieren kann, anders zu denken, was es übrigens über die Jahrtausende immer war. Ja. Ich meine, die Mainau war genau so ein Platz, wo man die Menschheit inspiriert hat. In Salem war das auch. Die Buchinger Kliniken dazu sind das weltweit. Ich meine, das ist beeindruckend, wie man, ja, heute hat ja die WHO verkündet, dass wir in Zukunft rechnen müssen, dass jeder zweite Mensch an Krebs erkrankt. Ja. Die Buchinger Leute haben schon vor 22, 23 Jahren nachgewiesen, dass man durch gezielte Fastentherapie Tumore zum Schrumpfen kriegen kann und ihre Entwicklung verhindern kann. Die Frau François Wilhelmi, die Toledo, die medizinische Leitung macht, die wäre heute gerne gekommen, aber sie stellt in Paris diese Ergebnisse vor bei der Weltgesundheitsorganisation. Also der Platz ist eigentlich ideal dafür, um zu zeigen, wie Innovation aussieht. Wir haben gesagt, wir machen 40.000, weil wir wollen die Leute inspirieren, in China und in Indien anders zu denken, nicht das alles selber zu machen. Ja. Denn seien wir doch ganz ehrlich, wenn wir ein bisschen CO2 hier einsparen oder dort, ist es eigentlich fast egal. Ja? Einfach, weil die Zementindustrie Chinas hat einen höheren Energieverbrauch als der Gesamtenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Aber wenn es uns gelingt, mit dem, was wir machen, die Leute in China zu inspirieren,
Und ich habe das in Peking vorgestellt und davon kann ich sagen, sofort sind 2 Dutzend von Unternehmen gekommen und gesagt, wir machen das hier. Ja, wir setzen das um. Die hatten nie eine freie Gesellschaft, die hatten nie eine offene Diskussion, die hatten nie eine Umweltdiskussion. Unsere ganze Weltuntergangsdiskussion hat das Know-how dafür geschaffen. Das heißt, wenn wir die Blaupausen liefern, dafür dann ändern wir die Dinge. Und das können wir natürlich mit Tourismus wunderbar. Ja, ich habe an der Elbe entlang Zigarettenkippen eingesammelt mit meinen Studenten auf 300 Meter 7000 Kippen in weniger als einer Stunde. Ja. Jeden Tag werden 15 Milliarden Zigarettenkippen weggeschmissen. Davon werden nur 5 Milliarden eingesammelt. Also 10 Milliarden bleiben in der Umwelt und die bleiben für Jahrzehnte da. Wenn Sie sagen würden, Freunde, wir wollen keine Zigarettenkippen oder solche nur, die biologisch abbaubar sind, ja, die sich innerhalb eurer Urlaubszeit abbauen, dann würde man etwas ändern. Ja. Das geht inzwischen. Ja. Es gibt inzwischen auch eine Marke, die das aufgenommen hat, die bei uns vorbeigekommen ist und gesagt, hey, wie sieht denn so ein Filter aus? Für die will ich jetzt keine Werbung machen, weil ich keine Werbung für Zigaretten machen will. Aber wenn Sie sagen, hey, Freunde, wir werden hier noch nur noch Zigaretten tolerieren, deren Kippen biologisch abbaubar sind, dann ändern sie auch die Situation in Indonesien oder in Brasilien damit. Ja? Weil die Leute wollen dann auch nicht blöd sein. Ja? Schauen Sie doch zum Beispiel Mikroplastik. Ist es nicht erstaunlich, dass wir Textilien haben, wo 35% der Hand das in den Weltmeeren als Mikroplastik bleibt. Die Gehalte, die wir an Mikroplastik bei uns im Gehirn haben, führen bei einigen Tieren durchaus schon zu Verhaltensänderungen. Ja? Was nicht, unsere Gehirnmasse einfach größer, aber wir können davon ausgehen, vor allem, dass wir psychische Erkrankungen kriegen werden, Depressionen, die auch darauf zurückzuführen sind, dass wir diesen Mikroplastikzeug einfach einsammeln. Mit der Maske atmen wir jeden Tag 2000 Mikroplastikfasern ein dabei. Schauen Sie sich das an, Fahrradreifen. Ja. Wie können wir hingehen und die Autoreifen optimieren? Ja. Heute halten die Reifen doppelt so lange, die denken, oh, ist ja toll, wir brauchen weniger Autoreifen, das ist doch gut für die Umwelt. Es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieben die auf der Straße, jetzt werden sie eingeatmet. 54% des Mikroplastiks in der Elbe, habe ich gemessen mit meinen Studenten, ist Reifenabrieb. Ja. Toll, wir haben das Falsche perfekt gemacht. Ja. Anstatt zu fragen, was ist gesunder Abrieb. Wir haben 110 Gramm Abrieb an Schuhsohlen, ja, Mikroplastik, jedes Jahr im Durchschnitt. Wie irrig, wie können Leute Schuhe herstellen, nicht fragen, was mit dem Abrieb passiert. Dann haben sie noch diese Doc Martens. Das sind PVC-Sohlen dazu. Ja. Wir können es anders. Aber wir haben viele Dinge, die wirklich beeindruckend sind davon und die wir umsetzen können. Jetzt gibt es Vorarlberg als Cradle-to-Cradle-Modellregion davon. Da stelle ich nächste Woche den Bericht dafür vor, davon, weil Vorarlberg hat gesagt, wir wollen das umsetzen für unsere ganze, für das ganze Bundesland. Das habe ich gemacht. Ich habe erstmal alle Quellen dort untersucht und alle Seen dazu. Es gibt kein einziges Gewässer, was nicht mit Skiwachs verseucht ist. Kein einziges. Die Leute tragen Skiwachs auf und fragen nicht, was mit dem Zeug passiert. Ist doch erstaunlich. Ist weg halt einfach, ja. Ja. Verstehen Sie? Die werden Skiwachs machen, was in biologische Kreisläufe zurückgeht. Sie haben da drüben diese Wachstücher liegen dazu. Natürlich kann ich auch Bienenwachsbasis ein Skiwachs machen dazu. Ganz klar. Ja. Was sich perfekt biologisch erbaut. Ja. Und dann reicht das, wenn es in Vorarlberg gemacht wird. Jetzt ist die Frage, was wollen Sie machen? Was wollen Sie an Dingen machen, wo Sie zeigen, wie die Zukunft aussieht, wo wir die Menschen inspirieren? Dann reicht mir ein einziges Bundesland aus und die Welt-Skiwachsproduktion wird sich dadurch ändern. Weil jeder sagt, pa, wenn die das können, dann können wir das doch auch. Ja? Ich war übrigens unter anderem der einzige Nicht-Nobelpreisträger, der bei der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau mal vortragen durfte dazu. Und dann haben diese jungen Leute, und wenn sie irgendwie in Gefahr sind, mal irgendwie rassistisch zu denken, dann sollten sie dort mal hinkommen zu dieser Nobelpreistragetagung. Es sind alle Farben der Menschheit da. Und wirklich 800 junge Leute, die wirklich, wirklich eben zusammenarbeiten und voneinander lernen dabei. Ja, und dann haben sie aber eine Tasche gekriegt davon, aus recyceltem PVC, so wie diese Freitagtaschen dazu. Ja. Die geben Weichmacher ab ohne Ende. Die stinken danach. Ja. Und das Ausgasungsbild hier ist spannend. Es sind hunderte von Chemikalien, die herausgehen dazu. Davon, ja, ich packe diese Dinge in den Glaskiste und gucke, was rauskommt dabei, ja, was ausdünstet. Das Traurige war, alle 800 haben diese Tasche angenommen.
keiner hat rebelliert und gesagt, was, dieses Stinkzeug, ja, nehmen wir doch nicht. Oder entweder, weil sie dachten, es ist so eine große Ehre, da zu sein, oder weil sie es nicht wussten. Ja. Beides ist doch katastrophal, oder? Das heißt, wir können das anders machen. Hier, wie wäre es denn dazu, wenn wir zum Beispiel für die Region einen Tourismusartikel machen, der was ganz Einfaches ist, ein Tempotaschentuch. Ja. Weil diese Tempotaschentücher, wir sagen schön, wir verbieten Plastik, ja, ist ja schön, aber so ein Tempotaschentuch bleibt auf 2000 Meter Höhe 18 Jahre liegen. Ja. Denn das ist gar kein Papiertaschentuch, das ist ein Plastiktaschentuch mit Zellulosekern. Ja. Das hat einen Epichlorhydrin-Stabilisator, ein Nassfestigkeitsstabilisator, damit es nicht reißt, wenn es nass wird. Plus dadurch bleibt es beliebig lange. Wie wäre es denn, so ein Papiertaschentuch zu haben und zu sagen, wir haben Papiertaschentücher? Bin ich zu laut? Nee, das sieht. Okay. Ach, vielleicht ist es gut für meine Haare. Also, wir machen ein Tempotaschentücher und wir nehmen einen Stärkestabilisator. Und diese Stärkestabilisator kann ich einstellen, dass es entweder die Festigkeit nach einer Minute oder nach 10 Minuten oder nach einem Tag verliert. Ja, die Leute laufen da spazieren und sagen, oh, dieses schöne Edelweiß. Aber es sind nur die Tempotaschentücher, wo die Leute hingekriegt haben. Ja. Und das geht anders. Und also das ist Plastik. Also wie wär's? Da wollte ich Ihnen sofort helfen und sagen, kommt, wir machen als Tourismusgegenstand Tempotaschentücher. Da steht immer drauf, herzliche Grüße vom Bodensee. Dann inspirieren wir die Leute für den Alltag und für überall, wo Tempotaschentücher verwendet werden. Ja. Das ist übrigens besonders ärgerlich. Also die Tank- und Rastleute haben das Monopol gekriegt für die Autobahnraststätten mit der Begründung, dass sie kostenlos den Leuten den Zugang zu Toiletten ermöglichen. Und das ist, wir müssen 70 Cent dafür bezahlen, kriegen einen Gutschein für etwas, wo wir gar nichts mit kaufen können. Und eine einfache Rittersportschokolade, also nicht die Nussklasse sozusagen, sondern die einfache Sorte sozusagen, 3,50 Euro kostet. Ja. Für 70 Cent kann ich da gar nichts kaufen. Und wenn ich diese Bonks jetzt auf dem Weg hier runter alle gesammelt hätte, dann könnte ich sie noch nicht mal alle einlösen, ja, davon, weil man nur einen Bon jeweils einlösen darf. Das ist ein absoluter Betrug. Die haben das Monopol gekriegt, damit ich kostenlos auf die Toilette gehen kann. Dieses Bild ist an einer dieser Raststätten dazu gemacht, weil die Leute sich dann ärgern und halt einfach ins Freie kacken dazu, oder? Weil sie 70 Cent nicht haben, Metathemen. Also wie wär's? Wir haben viele solche Dinge. Lassen Sie uns eine Landwirtschaft machen, die Boden aufbaut. Ja? Wir müssen den Boden zurückkriegen. Franz Alt, übrigens war der Erste, der darauf hingewiesen hat, der Journalist aus Baden-Baden heute, dass wir im Moment 5000 Mal mehr Boden verlieren, als neu gebildet wird. Das war der Erste 1981. Ja? Wir müssen Boden zurückgewinnen. Also lassen Sie eine Landwirtschaft machen, die Boden aufbaut. Also zum Beispiel, wenn man Kühe hält und die ganz bewusst auf das hohe Gras lässt, dann trampeln sie einen großen Teil des Grases zusammen. Ist normalerweise nicht gewünscht, aber dann wächst das Gras wieder durch. Das heißt, und das, was da bleibt, bleibt stabil davon. Wir können damit Boden aufbauen. Ja. Eine Landwirtschaft, die Boden erzeugt. Wir müssen den Kohlenstoff zurückkriegen. Also wie wäre es, wenn wir sagen, unsere Region schafft ein Beispiel, wie wir in 2100 wieder den Gehalt an Treibhausgasen haben, den es 1900 gegeben hat. Und dann sammeln wir Ideen und holen uns das zurück. Wir wollen das aus der Atmosphäre haben. Wir müssen dringend handeln, weil wenn wir, ich habe den Naschmarkt in Wien, Viktualienmarkt in München, Isemarkt in Hamburg, habe ich Gemüse eingekauft und kompostiert. Der Kompost daraus darf nicht mehr in die Landwirtschaft, weil wir durch Kunstdünger unsere Dinge immer weiter kontaminieren, ja, unsere Lebensmittel immer weiter kontaminieren. Die Grenzwerte für Kompost sind 500 Mal höher, also kritischer, als die für Dünger. Ja. Und dann kommt der Kunstdünger drauf. Aber wir haben allein in den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran in unseren Feldern verteilt, aus Kontamination aus dem Dünger. Es wird weltweit durch die Kunstdünger viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Das macht Leukämie bei Kindern. Davon schafft Arbeitsplätze, aber nicht die, die wir eigentlich wollen, oder? Also wie wäre es dazu, wenn wir sagen würden, nein, wir machen eine Region zum Beispiel, also übrigens die Region hat es ja schon mal gemacht, die hat gesagt, wir wollen keine Gentechnik, oder? Können Sie sich noch erinnern? Sagt er, machen wir nicht mit. Wie wäre es denn, wenn wir eine Region machen, wo wir sagen, wir wollen eine Region haben, wo es keine Importfördermittel gibt? Ja?
Wir importieren nicht Futtermittel aus Lateinamerika. Das ist doch irrig. Die Europäische Union importiert die Fläche Frankreich, 600.000 Quadratkilometer, jährlich an Futtermittel aus Lateinamerika. Sie können dann zwei- oder dreimal Soja anbauen und dann ist der Boden weg. Und dann müssen Sie das nächste Stück roden. Wir roden den Regenwald dort. Ja? Wir sind das. Wenn Sie sagen, wir machen eine importfuttermittelfreie Zone und es ginge mit dieser kleinräumigen Landwirtschaft wunderbar hier, dann wird man die Leute inspirieren, anders zu denken. Und das können wir dann zeigen. Das können wir den Tourismus zeigen, wir können dann Bauern dazu einladen. Dann würden die Bauern endlich faire Preise für ihre Sachen bekommen. Und wir würden natürlich gleichzeitig tatsächlich den Fleischanteil reduzieren. Denn wir verwenden selbst in Europa 60% ja, unseres Getreideanbaus für Futtermittel. Ja, was da völlig irrig ist ja, davon. Also das können wir doch ändern. Meine Studenten übrigens waren dazu, zwei Drittel von denen sind Veganer oder Vegetarier dabei. Ja. Und dann meinen sie gleich, dass sie moralisch bessere Menschen seien dazu. Dass wir nur so hochnäsig runter. Ich bin Veganer. Ja. Sag ich, dadurch bist du kein besserer Mensch, oder? Adolf Hitler war auch Vegetarier, war das ein besserer Mensch dazu? Ja. Ich habe einen Kollegen, den Klaus Kümmerer, dazu in Lüneburg, der hat gezeigt, wenn man nur ein paar Kilo von dem Wirkstoff im Bodensee verteilen wird, kann man die Fruchtbarkeit der Fische halbieren damit. Die Leute reden darüber, dass da nicht genügend Nährstoffe drin seien. Es sind ganz viele hormonell wirksame Substanzen drin, die tatsächlich eben die Fruchtbarkeit zerstören. Wie wäre es, wenn Sie sagen, hey, wir sind eine voltarenfreie Zone? Ja, wir wollen das nicht hier. Wir wollen das nicht verwenden. Es gibt für Schmerzmittel viele andere, zum Beispiel diese Kütter-Salbe, ist ein Beinwellextrakt, funktioniert mindestens genauso gut davon. Ja, es wird hier angebaut, in der Gegend übrigens auch, ja, und baut sich perfekt ab. Dieses Zeug finde ich überall. Ne? Dieser Wirkstoff, Diclofenac, davon ist überall zu finden. Ja. Wie wäre es damit? Verstehen Sie? Damit ändern Sie das. Ja? Voltaren ist weltweit verkauft, massenweise, und reduziert die Fruchtbarkeit der ganzen biologischen Systeme. Das ist ähnlich wie diese PVC-Weichmacher. Ich habe 1984 veröffentlicht, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Ja? Ich habe gezeigt, dass sie bei Männern die Hormonproduktion ausgleichen, weil sie sich auswirken wie weibliche Geschlechtshormone. Bei den Frauen unterdrücken sie die Hormonbildung. Ich habe gezeigt, dass das zu Schilddrüsenerkrankungen führen wird. Heute haben etwa 10% der jungen Frauen Schilddrüsenerkrankungen. Ja. Hashimoto, all dieses Zeug dazu und schlucken dafür natürlich entsprechende Medikamente. Ja. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert. Ja. In 30, über 30 Jahren, 35 Jahren, ja, die Spermienzahlen sind nur noch die Hälfte. Ja. 15% unserer jungen Männer sind praktisch steril inzwischen. Man kann mit Reproduktionsmedizin einiges machen. Was hat man gemacht? Man hat untersucht, ob die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch auf PVC-Weichmacher zurückgeht. Ja, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird. Denn solange gefrostet wird, muss man nichts tun. Wissen Sie, was passiert ist? Man hat für Kinderspielzeug diese Weichmacher verboten. Für Kinderspielzeug. Aber die Kinder nehmen das über den Fußboden auf. Die nehmen es über Schwimmflügel auf. Die nehmen es über Gästebetten auf. Das ist das Weich-PVC, was da überall steht. So wie diese Tasche dann halt. Ja. Ja, wie diese Freitagtaschen, die dann aus alten LKW-Planen gemacht sind. Davon. Und da haben die Kinder im Kinderzimmer, das ist gasdicht und sie atmen diesen ganzen Dreck ein. Ja. Da gibt es einen neuen Süßstoff, der heißt Zuckerlose, steht zuckerfrei drauf. Ja? Die Europäische Union hat mich gefragt, Herr Bronkert, wollen Sie nicht mitmachen beim Monitoring-Programm, wo sich die Zuckerlose in der Umwelt anreichert. Das ist ein Süßstoff, dreifach chloriert, dazu, also hier drei Chlor dran, dazu ein chlorierter Zucker, der sich in der Natur nicht abbaut. Ja? Und dann soll ich untersuchen, wo sich anreichert. Nur damit die Leute schon Coca-Cola in ihre Limonade reinpacken dazu. Da habe ich gesagt, gibt doch keinen Grund. Ich meine, wir haben so einen Mangel an Süßwasser. Ja? Wenn wir Zuckerlose haben, dann lösen wir das Problem. Der ganze Planet wird irgendwann Süßwasser. Nur durch Zuckerlose, ist doch toll, oder? Ja, also dieses Zeug etwa, und er kann endlos. Aber Sie können das tun. Wenn Sie Austern verspeisen, ja? Nicht diese Krabben aus Thailand dazu, die wir heute hatten dabei, sondern Austern aus Frankreich. Ja? Ganz nah sozusagen. Mit jeder Austern haben Sie mindestens 1500 Plastikteile drin. Ja? Wenn Sie also nur genügend Austern essen, holen wir das Mikroplastik aus dem Meer wieder zurück. Ja? Also jeder kann was machen. Wir können bis zu 40.000 Mikroplastikteile finden in so einer Austern. Ja? Und dann trinken Sie bitte nicht diesen billigen Prosecco, den hier überall gibt. Ja? Das ist ja eine gesunde Gemeinheit. Wenn Sie Ihren Carbon Footprint um das Dreifache senken wollen, müssen Sie nur Champagner trinken. Champagner hat viel feinere Gläschen. Ja? Und dann können Sie die Emissionen reduzieren damit. Ja?
Können Ihren Carbon-Footprint um das Dreifache senken, wenn Sie zu Ihren Austern zusätzlich Champagner trinken und nicht billigen Prosecco. Beim Prosecco wird das CO2 noch dazugegeben. Ja, beim Champagner ist es wirklich nur das reine Gärungs-CO2, diese feinen Bläschen dazu. Also jeder kann das machen. Was ich Ihnen damit sagen will, wir machen ganz viele Pipifax-Dinge und merken sie überhaupt nicht. Wir bieten Strohhalme, ja, zum Beispiel, und Plastiktüten, anstatt dass die Papiertüten auch begriffen werden als Plastiktüten zum Beispiel. Und das hält uns alles beschäftigt. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Eine einzige Kupferhütte. Und dann reden wir über Strohhalmverbot. Ist ja schön, aber die Ersatzstrohhalme sind plastikbeschichtete Papierstrohhalme, deren Aufweichen davon. Ein Auto hat bei uns etwa 40 Stahllegierungen drin. Wissen Sie, was die was machen? Betonstahl. Alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Bismut ist alles im Betonstahl verloren. Ja. Das nennen wir Recycling. Da ist Donald Trump einfach der ehrliche Lügner. Es ist noch nie ein Auto zum Auto recycelt worden. Es ist noch nie eine Fensterscheibe zur Fensterscheibe recycelt worden. Wenn Sie ja nur sagen würden, hey, wir wollen die ersten recycelten Fensterscheiben haben. Wir möchten Fensterscheiben wieder als Fensterscheiben haben davon. Dann ändern sich die Dinge. Ja. Und jetzt ändert sich das interessant. Aufgrund der Anteilseigner, übrigens die Aktionäre des Aufsichtsrats und der IG Metall, hat der Herr Zipse, der Vorstandsvorsitzende von BMW, ankündigen müssen, dass sie in 5 Jahren ein Auto haben, was jetzt aus Autos gemacht wird. Ja. Bieten Sie den doch an. Raufschreiben Sie an Herrn Zipse und sagen, hey, ihr könnt euer erstes Cradle-to-Cradle-Auto bei uns mal vorstellen. Ja. Wir zeigen das den Leuten hier. Das ist die Zukunft. Ja. Die haben dann so ein Auto auf die Automobilmesse gebracht. Das konnten die gar nicht die ganze draufkriegen dazu. Das war so ein potemkinisches Dorf, weil sie mussten jetzt irgendwas zeigen dabei. Aber das in 4 Jahren wird es das geben. Wenn Sie mal eine Aktie von BMW gekauft haben, können Sie sich verklagen dafür, wenn zum Beispiel Aktionäre sind belogen hätten. Stattdessen sagen wir, ja, es ist das Beste, es gäbe uns gar nicht. Wissen Sie, ich habe zu Greenpeace-Zeiten wirklich wilde Dinge gemacht. Also ich bin in der Nordsee geschwommen, um einfach Schiffe aufzuhalten. Die hatten aus der Titandioxidproduktion haben die den Abfall einfach im Schiff gepackt und sind in die Nordsee gespritzt, einfach so. Aber das ging nur, wenn sie mit voller Kraft gefahren sind. Das waren nicht 23% Schwefelsäure. Und wenn die langsamer gefahren werden, hätte sich das Schiff selber mit aufgelöst. Ja. Also konnte ich einfach durch Schwimmen in der Nordsee diese Schiffe aufhalten. Ja. Das Schwimmen konnte mir doch niemand verbieten. So wie die Fischerchöre, wir lassen uns das Schwimmen nicht verbieten oder so, das heißt das doch. Ja. So ähnlich. Ja. Und das heißt, das Schwimmen in der Nordsee kann ja niemand verbieten, das ist nicht illegal. Ja. Und das ist, jetzt haben wir junge Leute, die sich irgendwo festkleben, mit miesesten Chemikalien auf ihre Haut drauf, sich auf dem Asphalt festkleben dabei. Ja. Haben Sie auch schon gesehen davon. Ich hätte das nie gemacht. Ich hätte mich nie in die Abhängigkeit von Leuten gegeben, wo ich selber nicht mehr handeln kann. Ja. Und dann mit giftigsten Chemikalien meine Hände wieder loszuwerden, das meiste funktioniert nicht mit Olivenöl oder sowas, nichts dergleichen. Wie verzweifelt sind diese jungen Leute, ja, dass sie sowas machen? Ja. Wie sehr? Davon lassen wir es im Stich dabei. Wie sehr geben wir das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht erwünscht sind dabei? Also, wie können wir das? Ich hätte das nie gemacht. Also ich würde mich da nie von irgendjemand abhängig machen, der jetzt meine Hand, kommt jemand vorbei und hat die Hand dann verbrannt und sagt, okay, jetzt kannst du weggehen, so ein bisschen Scharia sozusagen. Ja. Ja, doch auch was, ja. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man sich da festklebt dabei? Wir schaffen dieses Gefühl, dass es eigentlich besser wäre, es gäbe uns nicht. Ja, und dann gibt es Harry, kurz wegen Beerdigung habe ich das reingenommen, dazu, der sagt, der hat einen Preis gekriegt dafür, dass er sagt, ich habe nur 2 Kinder. Ja. Ja, ich glaube, eine Frau hat gesagt, es sollen Kinder, Frauen, die keine Kinder haben, sollen 100.000 Euro kriegen davon, weil sie damit die Erde entlastet hätten. Damit sagen sie, jede Menschen ist ja nicht besser, es gäbe dich nicht. Wir werden in Zukunft Massenmörder auszeichnen, davon, weil sie die Erde entlastet haben, doch sozusagen in der Luft. Und machen wir uns nichts vor, wir lassen diese Leute im Mittelmeer ertrinken, auch weil wir sagen, es gibt ja sowieso viel zu viele davon. Ja. Dabei ist es wichtig zu begreifen, was vorher Sukhita Jan gesagt hat, die Kollegin aus Indien, die Biomasse der Ameisen ist 4-mal größer als die der Menschen. Ja. Also wenn ich alle Ameisen auf die Waage packe, wiegen die 4-mal mehr als alle Menschen. Ja. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil sie ihre Nährstoffe immer zurückbringen an die anderen, immer. Ja. Also wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde sozusagen. Ja. Also sobald wir den Menschen sagen, sie sind zu viele, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Sie können ja gar nicht anders. Ja. Sagt, es wäre besser, es gäbe ich nicht. Dann sage ich, dann nehme ich mir das doch lieber gleich mal her. Ja.
Eigentlich sind wir von Natur aus großzügig und freundlich. Selbst die Ärmsten der Armen geben immer einem anderen ab. Ja. Aber wenn man uns die Existenz abspricht dazu, dann können wir nicht anders als feindselig zu sein. Das Buch Cradle to Cradle ist weltweit sehr viel verkauft worden dazu. Dann hat es Steven Spielberg hat es gelesen dazu und hat gesagt, Steven Spielberg ist dieser amerikanische Regisseur, vielleicht haben Sie von ihm mal gehört, der hat gesagt, ist es nicht erstaunlich, dass ausgerechnet aus dem Land des Holocausts ein Konzept kommt, das einen globalen Holocaust verhindern kann, was die Menschen nicht als Belastung sieht, sondern als Chance dazu. Ja. Das hat einen fundamentalen Effekt gehabt, da sind Dutzende von jungen israelischen Wissenschaftlern zu mir gekommen und gesagt, kann ich nicht bei dir mitarbeiten. Wir wollen ein gutes Anknüpfen, was es ja auch gegeben hat, so Albert Einstein und so weiter, ja, davon, also ein Charlie Eisenblatt, ein Rachel Platin, ja, ihr Engel und so weiter, kamen alle an und sagten, ich will mit dir zusammenarbeiten. Und mit denen kann man die tollsten Witze machen. Also wirklich war weltoffen, freundlich, wunderbare Leute. Ja, also zum Beispiel, warum kann Israel die Westbank nicht annektieren? Na klar, wir freuen uns, dass Netanyahu sie schon gekauft hat, weil sie dort in so viele korrupte Grundstücksgeschäfte verwickelt. Ja, also, aber wenn ich mit Ihnen rede über Palästinenser, und das sind die lustigsten und freundlichsten Menschen, ja, und liberal und weltoffen, dann versteinert ihr Gesicht, und zwar von allen. Ja. Wenn ich nicht weiß, wenn ich in eine Gaststätte gehen kann, ob wohin der Rucksack da gehört, ja, wenn ich den Bus steigen kann und schauen muss, erstmal, wo die Taschen hier sind, wenn Leute da sind, die einfach wollen, dass es mich nicht gibt, dann kann ich nicht freundlich sein. Egal, was ist, ich kann das einfach nicht. Ja. Selbst wenn ich mich darum bemühe, kann ich das nicht. Ja. Darum ist das Erste, zu sagen, schön, dass du da bist. Was für eine Chance für den Planeten. Und ich kann zu 10% weniger Schwein sein. Gut, ich meine, wenn mein Kind solche Enkelohren hätte, dann würde ich vielleicht auch sagen, zwei sind genug. Dabei. Ja. Das ist aber was anderes. Und wenn vielleicht noch dazugehört, Prince Harry hat einen ökologischen Fußabdruck von 26.000 Leuten in Nigeria, haben wir ausgerechnet. Da kann ich natürlich sagen, zwei reichen dann auch mal davon, ja. Klar. Aber eigentlich ist das eine total traurige Botschaft, oder? Es wäre besser, es gäbe die nicht. Und dann schicken wir unsere Kinder los. Ich habe gedacht, Kinderarbeit sei vorbei davon. Und die malen auf die Straße in Hamburg, der Hauptstraße, Einkaufsstraße, der Mönckebergstraße, dazu wir alle für 1,5 Grad Ziel. Das heißt, wir alle, dass wir zwei Generationen später umkommen. Ja. Das ist doch irre. Und das mit Mikroplastikfarbe. Ja. Also, lassen wir uns doch verständigen. Wenn wir hier sagen, wir wollen den Kohlenstoff aus der Atmosphäre zurückholen, wir brauchen ihn im Boden, ja, dann ändern wir das. Ja. Wir sind die Region dafür, wo man das ausprobieren kann. Wo man ihm zum Beispiel Algen anbauen kann, ja. Fassaden draus machen kann und in den Fassaden das CO2 speichert. Ja. Wo man es auch direkt ausfrieren kann dazu. Wo man es aus der Luft filtrieren kann. Die führenden Firmen, die das können, sind Schweizer Unternehmen. Sagen sie doch, hey, wir wollen das mal mit euch zusammen lernen, wie das ist. Dann haben wir eine positive Agenda. Dafür gibt es inzwischen viele Beispiele. Dinge, die entweder in biologische oder technische Kreisläufe gehen können. Das sind die ersten Druckerzeugnisse von Googler. Die haben keine Blaupause dazu. Über 100 Beschäftigte kamen dann ans Google und sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass unsere Druckerzeugnisse Sondermüll sind. Wenn Sie so eine Broschüre haben wie diese dazu, dann ist sie vielleicht auf Recyclingpapier gedruckt oder sowas, aber die Druckfarben sind dafür nicht gemacht. Vor 30 Jahren hat eine solche Broschüre noch 90 giftige Stoffe, die die Kompostierung ausschließen. Heute sind es noch 50, ja, weil man durch Gewerkschaften, durch Arbeitsschutz eben Chrom und Mangan und Molybdän rausgenommen hat, ja, und solche Dinge. Aber es sind immer noch 50 giftige Stoffe drin. Ich habe viel Geld ausgegeben. Und wo ist der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Ja. Jetzt werden diese Massenbroschüren, auch die im Tourismus, in China gedruckt und hier eingeflogen. Ja. Am nächsten Tag. Nicht diese hier, nicht das Ding. Ja. Aber das heißt, die werden eingeflogen und dann machen wir wieder das Hightech-Recycling für chinesischen Sondermüll. Ja, und sagen, der Standard ist so toll. Wie wäre es damit? Wenn Sie sagen, alle unsere Broschüren, Druckerzeugnisse werden so gemacht, dass sie kompostierbar sind. Dann ist es nicht nur eine Firma Google, ein Melk mit 120 Beschäftigten, dann lohnt es sich für die hiesigen Druckbetriebe, sich umzustellen. Denn das bedeutet, dass sie alles umstellen. Sie können nicht hier sagen, hier ist Gift und hier ist anderes davon, sondern müssen sich insgesamt umstellen können. Und dafür brauchen sie eine entsprechende Nachfrage. Hier, das sind übrigens die essbaren Bezugsstoffe. Sie kennen die übrigens inzwischen in der Deutschen Bahn, sind
diese blauen Bezugsstoffe mit den schwarzen Punkten sind unsere dazu auch, werden dann in der Schweiz von Land in Landtal, von Langenthal hergestellt dazu. Damit können die in der Schweiz fertigen, weil ein besseres Produkt entsteht, was nicht mit Sklavenarbeit konkurriert. Wir haben viele Produkte dazu, Wohlfahrt zum Beispiel in Prignitz dazu, also in Vorarlberg dazu. Das ist jetzt die erste Schuhabrieb für Puma, können Sie nachgucken, Puma Insight mit perfekt kompostierbaren Schuhen dazu. Können Sie doch sagen, nee, wir wollen das hier. Wir möchten, wenn auf der Hafenpromenade läuft, dass der Mikroplastikabrieb einfach mit solchen Schuhen ist. Einfach nur die Leute inspirieren, verstehst du? Muss gar nicht alles passieren. Die Leute müssen 6, 7, 8 Mal gehört haben, bis es Klick macht dabei. Und dann ändern sie das. Ja. Wir haben das erste tiefe Schwarz mit Triumph gemacht, übrigens für Hautkontakt. Es gab bis vor 14 Jahren kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht davon krank zu werden. Ja. Natürlich kann die Firma das nicht draufschreiben, jetzt dieses für Hautkontakt, dann sagen die, was war mit dem Zeug vorher, bitteschön. Ja. Aber wir können es umsetzen, wir können Arbeitskleidung machen, zum Beispiel Berufskleidung. Davon. Also wie wäre es zum Beispiel, wenn wir in den Hotels mit WMF zum Beispiel eine Pfannenmiete machen würde. Ja. Wissen Sie, die ganzen Anti-Haftpfannen essen Sie alle mit, ich kann Ihnen die Bilder dazu zeigen. Das ist genauso Teflon wie dieses Skiwachszeug dazu. Ja. Sie können keine Anti-Haftpfanne herstellen, die nicht, die nichts Giftiges abgibt, wenn sie nicht mindestens 200 Euro kostet. Dafür ist sie zu teuer für die Gastronomie. Aber wenn Sie mit WMF zum Beispiel sagen, wir wollen Pfannen haben, wo wirklich das Gebratene nur das ist, was es ist und nicht die Pfanne, ja, dann brauchen Sie ein Pfannenabonnement. Sie können also hingehen und sagen, hey, wir kaufen 10 Jahre Pfannennutzung. Dann können die besten Materialien verwendet werden, weil ich ja nur die Nutzung abgebe. Dann kann ich das beste Material nehmen, nicht das billigste davon. Ja, ganz einfach hier. Unsere Küchen brauchen Antihaftbeschichtungen dazu, weil wir müssen schnell und wir wollen möglichst fettarm braten dabei. Ja. Wie wäre es damit? WMF würde mitmachen dabei. Zeigen Sie einfach, wir suchen uns 2, 3 Gastronomiebetriebe, die nehmen Sie das her und zeigen mal, wie es geht. Ja. Also, wie wäre es dazu? Ich war übrigens mit, bei Herrn Krupp habe ich getroffen, wie Sie merken, ich habe ja auch so ein bisschen locker aus Montreal dazu. Ein Gruppe von Trigema habe ich getroffen dazu. Er hat gesagt, wir fertigen alles in Deutschland dazu und so weiter. Er hat gesagt, ist ja schön, wenn es der gleiche Giftmüll ist, dann können Sie es den Neonazis verkaufen, zu Deutschland, den Deutschen sozusagen. Dann ist er aufgestanden vom Podium, wurde gesprungen mit hochrotem Kopf. Am nächsten Tag hat er angerufen und er hat gesagt, können wir zusammenarbeiten. Weil er hat verstanden, dass das die Innovationschance für ihn ist. Also hat er perfekt kompostierbare T-Shirts mit uns entwickelt. Und ich habe mir noch was angeboten. Ich habe gesagt, ich gehe selber ins Risiko dafür. Wir zahlen unsere Arbeit, ihr zahlt eure Arbeit und wir sind nur am Umsatz beteiligt. Und ich kriege seit 14 Jahren jedes Jahr einen schönen Scheck. Von am Umsatz beteiligt. Daraus weiß ich, dass er auch damit wirklich ordentlich Geld verdient dabei. Die nächsten T-Shirts, jetzt kann ich diese Blaupause von Trigema nehmen in Bangladesch und dort können wir T-Shirts machen. Davon, wo das Abwasser so ist, dass wir keine Kläranlage brauchen. Wir können es direkt zur Bewässerung nehmen dazu. Ja. Und so können wir das umsetzen dazu. Wir brauchen aber für die industrielle Basis und wir brauchen hier einen Platz, wo die Leute das Problem im Prinzip begriffen haben. Denn das braucht eine freie Gesellschaft und es braucht eine offene Diskussion darüber. Und es braucht Leute, die das auch studieren. Ja. Was man natürlich machen kann, was ich auch teilweise mache, ich habe ja gesehen, dass sie Schmuck aus Glas und solche Dinge machen, was rumliegt. Davon, wir haben das umgesetzt für die Cradle-Cradle-Inseln, dazu entlang der Nordsee. Wir haben Flaschen dazu, davon, die perfekt wegwerfbar sind, dazu mit Carlsberg gemacht, mit Grün. Es gibt viele Verpackungen dazu. Wir haben auch mit die ersten Nicht-Plastik-Verpackungen mit Ritter gemacht dazu. Das sind die ersten Arzneimittel, die gedruckt sind, davon mit Parteibronner, davon perfekt kompostierbaren Materialien. Das sind Teppichböden für die Technosphäre, die man den Leuten nicht mehr verkauft, denn eigentlich braucht doch niemand einen Teppichboden, oder? Ich brauche doch nur eine Optik und eine Akustik, oder? Also man verkauft diese Teppichböden nichts und man verkauft nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann der Hersteller das schönste Material nehmen und der weiß, der Kunde weiß, das bleibt 10 Jahre schön. Ja. Verstehen Sie? Das heißt, er kann das beste Material nehmen davon, weil er nur die Nutzung verkauft. Denn Altdeutsch gesagt, Entschuldigung, den Niesbrauch, das Gebrauchsrecht daran, das verkauft man nur. Denn niemand braucht das. Ich habe übrigens damit angefangen, als 16-Jähriger dazu,
habe ich einen Fernsehausschneider gebaut, um meine Chemielehrerin zu imponieren. Die war einfach so wunderschön, ich war Klassensprecher. Und ich wollte einfach was Tolles machen. Also habe ich einen Fernsehausschneider gebaut, weil mein Onkel Elektriker war und habe nachgeguckt, was in dem Fernseher drin ist. Und dann habe ich 4360 verschiedene Substanzen gefunden und habe gefragt, wollen die Leute wirklich 4360 Chemikalien haben? Ich war bei Jugendforschung dann. Oder wollen sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich ausgeschlossen aus dem Wettbewerb als Öko-Kommunist. Ja? Weil ich halt den Leuten das Eigentum malig machen würde. Damit war Eigentum Religion halt. Heute, die modernen Produkte sind alle Dienstleistungen. Borger ist übrigens auch ein Schweizer Unternehmen dazu. Und wir können hier Teppichböden machen, die aktiv Feinstäube in sich binden. Sie haben da keine messbaren Feinstäube in einem solchen Raum, weil der Teppichboden sie wirklich an sich zieht. Natürlich brauchen sie dann als nächstes den passenden Staubsauger, nicht, dass der Feinstaub wieder einfach über den Staubsauger und in der Umgebung verteilt wird, klar. Und den gibt es auch inzwischen. Das heißt, man verkauft dann nicht mehr das Produkt, sondern die Dienstleistung für die Technosphäre, weil alle Dinge, die nur genutzt werden, bleiben beim Hersteller. Warum soll ich den Eigentümer für Sonder bewerten, wenn ich auch nur die Nutzung habe? Wir können solche Gebäude machen. Hier zum Beispiel die Stadtverwaltung in Venlo, 1200 Beschäftigte, die Luft ist besser im Gebäude als draußen. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, wir möchten eine Turnhalle hier mal machen, dazu, wo wir das zeigen können. Ja? Und dann können die Leute im Urlaub das angucken, die dann Sport machen können, das ausprobieren. Die Leistungsfähigkeit in solchen Hallen ist viel höher, weil der Feinstaub, der eingeatmet wird, gleichzeitig die Lungenfunktion schädigt. Ja? Und dann können wir das machen. Ich habe gerade mit dem Andreas Michelmann gesprochen, das ist der Präsident der Deutschen Handballbundes. Der würde gerne so eine Modellsporthalle hier mal sehen dafür, nach Cradle to Cradle. Und dann können die Leute sich alle die im Urlaub angucken. Dann sitzen sie nicht bloß irgendwie rum an der Front und gehen nicht nur wandern und machen mit den Mountainbikes die ganzen Wege kaputt, sondern sie haben dann auf jeden Fall etwas, wo sie auch für ihren Alltag was lernen können. Ja? Das heißt, die brauchen aber keine Langlebigkeit, sondern nur eine definierte Nutzungszeit. Die verkaufen also 30 Jahre durchgucken und Wärme dämmen anstatt eines Fensters. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Und ich weiß, in 30 Jahren steht es wieder zur Verfügung. Ich kann das verlängern, wenn ich es länger haben will, aber ich muss trotzdem eine definierte Nutzungszeit haben. Ja. Und dann geht die Digitalisierung auch. Wir haben einen hohen Preis bezahlt schon dafür, die ganze Industrie verloren, weil wir keine Geschäftsmodelle entwickelt haben. Die Leute kaufen Solaranlagen. Warum kauft jemand Solaranlagen? Niemand braucht eine Solaranlage. Ja. Verstehen Sie, wenn Sie eine Solaranlage kaufen, dann haben Sie eine Mühle am Hals. Ja. Die Firma Schüco hat einen wahnsinnigen Konkurs mal hingelegt mit über 2 Milliarden Schaden dazu. Das war der Hersteller der weltbesten Solaranlagen in Bielefeld. Die wären fast Konkurs gegangen für ihre gesamten Fenster- und Türenbereich und Fassaden auch deshalb. Sie konnten das dann abtrennen dazu und konnten einen Vergleich finden darüber. Die haben Solaranlagen gemacht, die haben nach 19 Jahren noch 93% ihres Wirkungsgrades. Und die sind aber am Anfang 30% teurer als chinesische Anlagen. Und damit sind sie vom Markt verschwunden. Die chinesischen Anlagen verlieren in den ersten 5 Jahren die Hälfte ihres Wirkungsgrades, die zur gleichen Zeit gemacht sind. Auf 20 Jahre ist Hyco, was den Stromausbeute angeht, 40% kostengünstiger. Es gibt sie aber nicht mehr, weil sie kein Geschäftsmodell dafür entwickelt haben. In Bangladesch finde ich ausschließlich europäische Maschinen, aber alles chinesische Nachbauten. Das heißt, warum verkaufen die Leute Maschine, wenn sie eigentlich nur die Nutzung der Maschine brauchen? Wenn sie verkaufen, dann wird sie nachgebaut. Meine Mutter kommt aus Mulfingen Jagsberg bei Mulfingen bei Künzelsau. Da gibt es die Firma Ebe im Papst. Sie hat dort die Wäsche im Fluss gewaschen davon. Seitdem sie 8 Jahre alt war, war sie für die Wäsche zuständig. Ja, und es kamen nachher noch 11 kleine Geschwister davon. Sie musste jedes Mal runter ins Tal mit dem Leiterwagen, die Wäsche runter im Fluss waschen. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren davon. Und sie rutschte auf dem Wehr immer aus, hat sich fürchterlich verletzt, die Rippen verletzt, gebrochen dazu. Davon, dort sitzt gerade die Firma IBM Papst, Weltmarktführer für Ventilatoren, ja, und Gebläse für Klimaanlagen. Und was ist? Die verkaufen Ventilatoren. Dabei braucht niemand diese verdammten Ventilatoren. Wenn Sie hier ein Hotel machen und sagen, wir machen die Klimaanlage und die kaufen wir nicht, wir kaufen nur die Nutzung der Klimaanlage für 20 Jahre, dann kann der Hersteller das beste Material einsetzen. Was jetzt passiert, sie verkaufen die Ventilatoren, ja, und vom kleinsten Rechner bis zum größten Gebäude sind überall eben Papst-Ventilatoren drin. Die brauchen 10 Jahre lang keine Wartung. Was jetzt passiert, sie verkaufen die und 2 Jahre später ist die Kopie schon auf dem Markt
Und die geht aber schon nach 2 Jahren kaputt. Ja. Und dann sagen die Leute, ich bin Papst, ist auch nicht mehr das, was das früher mal war. Sie ruinieren sogar noch das Markenimage damit noch, weil die Kopie so schnell kaputt geht. Wenn die 10 Jahre nur Nutzung verkaufen würden, davon, von dieser Klimaanlage, ja, von dem Gebläse, davon, dann könnte sie niemand nachbauen. Und Sie wüssten sicher, als Gastronom, in meinem Hotel bleibt die Klimaanlage 10 Jahre intakt und die können das Beste verwenden. Dafür brauchen die aber Referenz. Sie brauchen hier einen Hotelier, der sagt, hey, ich will mal zeigen, wie das hier ist. Ich mache das mit euch. Ich stehe als Referenz zur Verfügung. Ja. Denn sonst kriegen wir die Innovation nie auf den Markt. Ja. Sonst, ja, wenn Sie das selber machen dazu, dann gehen die hin und sagen, ach, die wollen ja nur Geld verdienen dabei. Natürlich müssen sie auch Geld verdienen dabei. Aber wie wäre es, wenn ein Hotel sagt, unsere Klimaanlage ist einfach nur eine Nutzung für 20 Jahre. Dann hat man nicht mehr diese verkalkten Dinger dazu, die man überhaupt nicht sauber kriegt, weil das das Billigste davon ist. Das können wir umsetzen. Das Interessante ist, meine Mutter wurde 23 erst, bevor die Eltern sich eine Bielewaschmaschine zulegen konnten. Ja, sonst gäbe es mich heute überhaupt gar nicht, weil sie, meine Mutter hat nie meinen Vater kennengelernt dazu, weil sie immer noch die Wäsche gewaschen hätte, für ihre kleinen Geschwister sozusagen. Ja. Also, wie wäre es, wenn Tourismus als Innovationsplattform ist für all das, was für uns wirklich wichtig ist, all das. Ja. Und wir können uns etwas aussuchen, wie aus einer Speisekarte, dazu sagen wir, wir wollen das nehmen und was anderes. Das, wo wir Lust dazu haben, machen Sie nicht etwas, was Sie nicht wirklich gerne machen. So wie Konfuzius gesagt hat, ja, such dir eine Tätigkeit, die du gerne machst, dann musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Ja. Suchen Sie etwas, wo Sie dafür mit Leidenschaft dabei sind. Und jetzt sehen wir, Ursula von der Leyen, ja, macht das hier. Der zweite Paradigmenwechsel heißt, weg vom Kaufen hin zur Dienstleistung. Nächsten Monat wird mir eine Waschmaschine vorstellen, wo man den Leuten nur 3000 Mal Waschen verkauft. Dann kann der Hersteller anstatt 80 billige Plastiksorten 4 Plastiksorten einsetzen. Weil er verkauft nicht das Plastik, weil es das billigste reinhauen muss, sondern kann das beste Material nehmen. Er verkauft nur auf 9 Jahre 3000 Mal Waschen. Da sind Zähler drin. 90 Grad sind 3 Punkte, 60, 2, 30, 1 Punkt. Dann waschen die Leute bei niedrigster Temperatur und packen die Waschmaschine auch voll. Ja. Aber jetzt kommt die Innovation auch auf den Markt, weil eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, ist der größte Albtraum. Ich weiß nie, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Und ich kriege die Innovation auch nie auf den Markt. Wir können jetzt Waschmaschinen machen, die Mikroplastik zurückhalten können. Davon, das kommt aber nie auf den Markt, wenn die Waschmaschine langlebig ist. Ja. Wir können das umsetzen dazu. Wir können entlang des Produktes entsprechende Tätigkeiten machen. Wir probieren jetzt eine Tour des Schwalbe aus dazu, weil es uns einfach wirklich ärgert, wie diese ganzen Singvögel kaputt gehen, wie sie alle ermordet werden auf Malta und Süditalien. Ja. Das ist doch barbarisch. Die kommen hier über uns rüber vorbei dazu, wie Sie wissen. Wie wäre es sozusagen, da kommt die Tochter des Firmeneigentümers und sagt, warum soll ich in der Firma mitarbeiten, den Umsatz verdoppeln, wenn die Welt untergeht? Ja. Dann sage ich, hey, mach ein Praktikum bei uns, schau doch mal an. Und jetzt ist sie im Betrieb drin und der Vater ist von Herzen dankbar. Genauso wie Bettina Wirth sagt, warum kann ich den Umsatz von Wirth verdoppeln, ja, auf 20 Milliarden, 30 Milliarden, wenn die Welt kaputt geht. Wirth baut sich um nach Cradle to Cradle. Und sie sagen, hey, in Überlingen, probieren wir das mal aus dazu. Ja? Wir sind doch hier in der Gegend, wir kennen uns, wir vertrauen uns, wenn wir nicht gerade notorisch lügen, wie am Anfang sozusagen. Aber dazu, und das können wir umsetzen. Die Idee dieser Sache ist, dass die Firma Schwalbe, die 40% des Wertes aller Fahrradreifen herstellt auf der Welt, ja, und mit denen arbeiten wir an Fahrradreifen, deren Mikroplastik in biologische Systeme zurückgeht, davon entlang des Zugs der Schwalben sozusagen eine Radtour machen. Ja, entlang, dann kommen sie in Malta und Südafrika vorbei. Das kann nicht jeder Jakobsweg jeweils laufen. Und dadurch, indem sie dort sind, wo die Schwalben ziehen, kann diese Schwalben niemand umbringen. Weil sie ist dann dort, was hast du da in der Pfanne da drin? Ja? Da liegen 100 Singvögel drin davon. Ja? Wo sie dann nur die Brustmuskeln verspeisen und die Zunge rausreißen davon. Ekelhaft. Durch das, dass sie hinfahren und sagen, hey, ich mache hier Urlaub und du machst das hier. Dazu können Sie die Dinge ändern. Also aktionsorientiert. Zum Haselnussanbau machen wir das übrigens mit einem großen Schokoladenhersteller aus Süddeutschland. Davon in der Türkei gibt es Frauen, die Haselnussbücher haben, die sie aber nicht mehr bewirtschaften können. Davon die Türkei stellt, wie Sie sehen, 2/3 aller Haselnüsse auf der Welt her. Das sind ziemlich mafiose Strukturen. So kann man diese Haselnüsse, kann man Urlaub machen und setzt sich eine Woche, hilft man diesen alten Frauen, ihre Haselnüsse zu ernten. Damit kriege ich über die Türkei viel mehr mit. Und natürlich könnte man das hier auch machen und sagen, hey, wir helfen den Landwirten mit dabei, wir wollen wirklich wissen. Nicht Urlaub auf dem Bauernhof, wo wir dann dumm rumstehen dabei, sondern wir machen mit dabei.
Also Formen von Landwirtschaft und Urlaub, die wir ändern können. Wir haben hier in das Labor Tempelhof gemacht, vor 3 Wochen jetzt. Dort haben wir den Urin von allen Leuten eingesammelt. Ja, davon, von allen. Und der wird zurückgewonnen. Ja, jeder, der also hingepinkelt hat dazu, weiß, dass er in Zukunft, ja, einmal pinkeln entspricht etwa einer Tüte Pommes sozusagen. Etwa, ja. Und das können wir umsetzen. Wir auch eine Schiffskabine nach Cradle to Cradle, davon, die habe ich heute auch vorgestellt, unter anderem. Wir müssen den Boden zurückkriegen dazu. Wir brauchen ein neues Bio. Also das, was ich schon dargestellt habe, wie wäre es, wenn wir endlich aufhören mit diesem unseligen Streit zwischen konventionell und Bio, sondern sagen, was sind gesunde Lebensmittel und wie bauen wir an, nach Zielen, die wir haben, wie bauen wir an, dass wir die anderen Lebewesen fördern davon. Also darum geht es bei Cradle to Cradle. Und ich sehe, der Tourismus ist die ideale Möglichkeit. Im Tourismus kann man solche Dinge spielerisch lernen, kann Produkte sehen, kann sie ausprobieren davon und hat damit etwas, was man aus dem Urlaub zurück in den Alltag nehmen kann. Damit sind sie praktisch Innovationsplattform für die Zukunft. Und damit erreichen wir, dass Leute sich nicht festkleben irgendwo, sondern dass sie sagen, hey, wir arbeiten daran, wir werden das Kohlendioxid zurückholen, wir werden das umsetzen in die Praxis und wir werden alle diese Materialien wieder zurückgewinnen. Dann haben wir eine positive Agenda, nicht weniger schlecht. Ich weiß, das ist für uns kulturell und sozial und sonst was schwierig, weil wir eher gewohnt sind, uns zu beklagen, uns zu entschuldigen, dass wir überhaupt auf der Erde da sind. Aber ich glaube, Sie können jetzt die Haare zum Beispiel kürzer schneiden, zum Beispiel. Also so eine Glatze dazu bringt 7000 Liter warmes Wasser weniger, sozusagen, im Verhältnis zu Ihrer Frisur zum Beispiel. Ja, also wir können vieles machen, um weniger Schweine zu sein, aber ist es wirklich das? Wir nehmen damit die Lebensqualität weg. Die Grundidee ist ganz einfach, zu sagen, schön, dass wir da sind auf diesem Planeten. Wir sind Chance für diesen Planeten und benehmen uns dann auch so. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren leidenschaftlichen Vortrag. Vielen Dank an alle, die vorgetragen haben, die mitgeholfen haben, die im Hintergrund mitgeholfen haben. Und ja, schön war's und vielleicht bis zum nächsten Jahr. Dankeschön.